Nach 3 Jahren dürfen wir endlich wieder ein großartiges Weinfest feiern hier in Breisach. Und es freut uns natürlich ganz, ganz besonders. Wir begrüßen alle Weinliebhaber. Und jetzt klatschen wir für unseren Bürgermeister der Stadt Breisach, Oliver Rhein. Ist das schon mal ein Auftritt, oder? Wie in einer großen Show. Jawohl, danke. So muss es sein. Danke, danke, meine Damen und Herren. Was der Hansi kann, das kann ich auch. Sehen Sie mal Ihr rechtes Bein nach oben. Und stampfen Sie es zu Boden. Und jetzt das linke. Und nach unten. Und jetzt schneller. Und die Rakete schicken wir gen Himmel. Damit das Wetter so bleiben möge, wie es aktuell ist. Weil in Breisach gibt es ein geflügeltes Wort. Mein Amtsvorgänger Alfred von Arp, den ich hiermit recht herzlich begrüße, hat es Jahr für Jahr gesagt, dass Petrus ein Breisacher sei. Also dass Petrus den Breisachern und den Weinfestbesuchern, den Gästen aus nah und fern, die ich hier alle begrüße, immer hold sei. Jetzt kann es der Petrus beweisen die nächsten 4 Tage. Aber auch wenn es mal ein Regentröpfchen macht, wir sind doch alle nicht aus Zuckerwatte, wir kommen trotzdem und wir feiern trotzdem und wir genießen maßvoll Wein, auch bei ein bisschen angenehmeren Temperaturen. Deswegen ganz egal, wie das Wetter wird, wir freuen uns einfach, dass nach 3 Jahren wieder Weinfest stattfinden kann. Und jetzt frenetischer Applaus. Jetzt freue ich mich auf unseren nächsten Gast. Das ist der Michael Eisler, Grußwort des Vertreters der Weinwirtschaft. Wo ist er denn? Ja. So, auch ein Applaus. So, herzlich willkommen. Servus. Sie haben einen Zettel dabei, das ist nicht schlimm. Sie dürfen auch mit Zettel arbeiten, das ist gar kein Problem. So. Ich muss mal sagen, Sie sind ein 69er, gell? Ich bin 69. 1969, das war ja ein super, super Jahrgang. Willy Brandt wurde Bundeskanzler, Apollo 12 ist auf dem Mond gelandet und Sie sind geboren. Genau. Das ist ja Wahnsinn, oder? Perfekt, ja. Und das noch in der Hohenlohe. Ja, genau. Das Weinfest, das erste Weinfest nach Corona, ist ein Neustart im doppelten Sinne. Nach den dunklen Corona-Jahren ist das Fest zurück in Breisach und die Stadt hat die Rolle des Veranstalters übernommen. Mit der Stadt Breisach hat die Weinwirtschaft einen kongenialen Partner gefunden, der die Tradition des Weinfestes weiterführen und sicher auch behutsam weiterentwickeln wird. Wir Winzergenossenschaften werden der Stadt dabei aber gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Unsere Verbundenheit mit dem Breisacher Weinfest endet nicht mit der Übergabe der Organisation. Feiern Sie mit uns das Kulturgut Wein und das Leben. Die Kaiserstühle Winzergenossenschaften wünschen Ihnen bereichernde zwischenmenschliche Begegnungen, tolle Gespräche, unvergessliche Momente und außergewöhnliche Geschmackserlebnisse. Genießen Sie und entdecken Sie die Vielfalt unserer Weine und lassen Sie uns 4 Tage lang gemeinsam feiern. Viel Vergnügen, zum Wohl. So, vielen, vielen herzlichen Dank. Prima. So, ich habe einen, es ist ja ein Fest der Menschen und ich habe einen gesehen, der steht mit der Flasche und mit dem, da ist er, der mit der schwarzen Mütze. Ja, der junge Mann, komm mal zu mir. Es ist ja ein Fest der Menschen und ich finde es schon super, wenn man mit dem Fläschchen und dem Glas dasteht. Manche stehen ja nur mit dem Glas da, nicht stolpern. Komm mal zu mir. Weil ich habe ja aktuell nur ein Gläschen Wein. Ich würde gerne ein kleines Experiment machen und ich habe jetzt gedacht, wenn du schon da stehst mit feinem Glas und Flasche, dann wollen wir dich auch kennenlernen. So, grüß dich. Frau Weber. Ja, grüß dich. Die habe ich heute eingelassen, glaubt man es. Die ist im Sommerurlaub. So, du bist der? Manfred. Hallo Manfred. Der letzte Raubritter war mein Großvater. Sehr gut. Bist du ein Breisacher? Nein. Wo kommst du her? Ich komme von Sasbach. Okay, bist du selber gefahren? Nein,
das erste Mal mit dem Zug. Mit dem Zug. Kennst du den neuen Werbespruch der Bahn? Genießen Sie die Fahrt in vollen Zügen, gell? Also, ist so. Du hast jetzt hier ein Gläschen Wein, das brauche ich einfach mal. Ich brauche jetzt einfach dich als Statist und jetzt bräuchte ich noch jemanden, der mir einen Schnürsenkel zur Verfügung stellt. Gibt es jemanden spontan, der einen Schnürsenkel? Guck mal, er steht ein wenig da wie ein wenig Strand. Da? Ja, meiner ist zu hell. Ich könnte den dunklen, ja. Wäre das möglich, dass ich Ihren Schnürsenkel kriege? Ja. Das wäre super. So. Das dauert jetzt ein bisschen. Es geht nämlich um die Frage, schadet Alkohol der Gesundheit? Ihr kennt das ja immer. Schadet Alkohol der Gesundheit? Der eine sagt ja, der andere sagt nein. Und es dauert noch ein bisschen, Gott sei Dank. Hast du keine Wanderschuhe angezogen heute? Das ist jetzt mal völlig spontan. Wie heißt du? Gérard. Gérard? Ach, kommst du aus dem Elsass? Ja. Ah, da haben wir sogar jetzt einen elsässischen Schnürsenkel. Den machen wir jetzt, den formatieren wir jetzt um zu einem Wurm. Liebe Freunde auf dem Badischer Weinfest, hier in Breisach, auf dem Breisacher Weinfest, hier haben wir jetzt einen Wurm. Jetzt schenkt er unser Mann wieder ein. Ich tauche nun diesen Wurm in mein Glas Wasser. Es geht um die Frage, schadet Alkohol der Gesundheit? So, Achtung, ich hole jetzt den Wurm raus und Sie sehen, der Wurm zappelt. Das heißt, Wasser ist gesund. Nun tauche ich diesen Wurm in ein Glas Wein, hole ihn raus und was sehen Sie? Der Wurm zappelt immer. Und was sagt uns das? Wer Wein trinkt, hat keine Würmer. So, jetzt haben wir das auch geklärt. Vielen herzlichen Dank an unsere Freunde aus dem Elsass. Jetzt machst du die Verabschiedung der Bereichsprinzessin. Willst du erst die Verabschiedung machen oder darf ich hier erst mal fragen, wie dein Jahr war? Ich glaube, es klärt sich einiges während meiner Verabschiedung. Okay. Also du hast eine Rede vorbereitet? Ja. Und möchtest du den Tischle oder möchtest du mir die Handtasche geben? Soll ich da irgendwas... Du brauchst noch was aus der Handtasche? Was? Ja. Ja, aber bei mir steht... Also hier steht 5, Verabschiedung der Bereichsprinzessin Vera Klingenmeier. Ja. Ist nicht schlimm, Oliver. Ich gehe einfach fest nach Plan. Und da es ja nach dieses Jahr anders sein soll, ist es jetzt so, liebe Vera. Geht's dir gut? Mir geht's super. Bist du ein bisschen nervös? Es geht noch. Es geht noch, ja. Soll ich dir die Handtasche jetzt nicht abnehmen? Ja, doch, gut. Ja. Weil ich leg die da hin. Ich passe drauf aus. Auf, gell? Sehr geehrte Festgäste, liebe Weinfreunde. Was für ein Jahr. Ein Jahr voller Erfahrungen, Bekanntschaften, Freundschaften. Ein Jahr, das ich niemals vergessen werde. Und ein Jahr, das nun zu Ende geht. Im Juli 2022 wurde mir diese Krone mit dem Vertrauen, unseren Wien und unsere Region zu repräsentieren, überreicht. Nun stehe ich hier und darf diese Krone an meine liebe Nachfolgerin wiedergeben. Wenn ich so auf meine Amtszeit zurückschaue, dann lässt sich diese wie Reise durch unsere Weinberge beschrieben. Ich bin da aufgewachsen, also ich weiß eigentlich, was mir Heimat zu bieten hat. Doch ich kann Ihnen versichern, ich wusste es nicht, oder besser gesagt, nicht alles. Bei meiner Reise durch die Weinberge durfte ich unfassbar viel Neues über unsere Weine, unsere Landschaft und die Traditionen der einzelnen Ortschaften und ganz wichtig auch über uns als Personen hier im Kaiserstuhl und im Thuniberg kennenlernen. Zudem ist es auf so einer langen Reise unmöglich, den Rucksack immer alleine zu tragen. Und so komme ich jetzt wohl zum größten Dank. Meine Familie und meine Freunde, die mich immer und wirklich in jeder Situation tatkräftig unterstützt haben. Ob Haare mache, Hilfe bei Rede schreibe oder Taxi fahre. Ein Nein gab's nie. Und nur dafür ein wahnsinnig großes, sehr, sehr, sehr herzlich gemeintes Dankeschön. Das gibt man natürlich Applaus. So, und jetzt stehe ich hier am Ende meiner Reise mit einem Rucksack voll von Erfahrungen. Doch wie heißt das so schön? Einmal Hoheit, immer Hoheit. So kann ich jetzt getrost meine Krone an meine Nachfolgerin wiedergeben und möchte ihr schon jetzt ein unvergessliches Jahr wünschen und ans Herz legen, jeden einzelnen Termin zu genießen. Und uns alle hier wünsche ich jetzt ein schönes Festwochenende mit hoffentlich gutem Wetter und sicherlich gutem Bier. Macht's gut, zum Wohl. Das waren die Worte von unserer lieben Vera Klingenmeier. Toll! Ich möchte im Namen des Trios, im Namen des Verbandes Danke sagen. Schön, dass ihr alle heute da seid.
Wir freuen uns, dass wir wieder das Breisacher Weinfest mit neuem Konzept oder mit ein bisschen geändertem Konzept heute stattfinden lassen können. Und ganz, ganz großen Dank auch an die Winzer. Ich habe schon 2, 3, 5 heute gesehen. Das wirklich jetzt auch nach dem ganzen Jahr, wir stehen kurz vor dem Herbst, wir jetzt trotzdem dieses Weinfest feiern können. Und ja, einfach ganz großes Dankeschön an die ganzen Winzer, das ganze Jahr, was hier an Arbeit geleistet wird, damit wir heute hier stehen können und einen schönen Abend verbringen können. Das ist nicht selbstverständlich. Ich gebe jetzt aber auch an die Alisa weiter. Sie hat noch ein paar, 2, 3 Worte an die Vera. Und ja, mit deiner natürlichen Art, mit deinem ansteckenden Lachen hast du so viele Leute vom badischen Wein, vom Kaiserspieler Thuniberger Wein überzeugt. Du hast ihn bekannter gemacht und über die Grenzen hinausgetragen. Und ich hoffe, dass dir der Wein, unser Wein, genauso viele tolle Momente oder dass du so viele tolle Momente mit dem Wein hattest, wie du ihn auch anderen Leuten geschenkt hast. Und dafür ein ganz großes Dankeschön. Schön, tolle Worte. Da sind richtige Freundinnen zusammengewachsen. Katharina, du auch noch ein Wort vielleicht? Ganz spontan. Ich glaube, es gibt da gar nicht viel zu ergänzen. Danke, Vera, für deine Zeit, für deine Herzlichkeit, für deinen Einsatz, für den Kaiserstühler Thuniberger Wein und vor allem auch für den badischen Wein. Wir Mädels haben dich super gern und wir freuen uns, auch ohne Krone noch weiter Zeit mit dir zu verbringen. Du darfst leider deine Krone ausziehen und deine Kette ablegen. Dein Jahr neigt sich dem Ende zu. Nochmal ein großartiger Applaus für tolle Arbeit von unserer lieben Vera Klingenmeier. Ein besonderer Moment jetzt gerade im Moment, auch da gibt es ein bisschen leichte Tränchen. Das ist ja dann doch schon auch ein besonderer Moment. So. Die Vertreter der Presse, herzlich willkommen. Die Kameras werden immer kleiner. Wir machen sowieso am Schluss noch ein Gesamtbild mit allen Mitwirkenden von der Eröffnung. So. Machen wir die Nadel jetzt ans Kleidchen oder ist die eher nicht so für... Doch. Ich hab's überlegt, aber ich glaube, ich würde es am besten dran machen. Finde ich auch. Das passt ja auch von dem dunklen Blau mit dem schönen Silber. Ja. Nicht so tief, sonst gibt es einen kleinen Schrei. Ja. Wir haben dieses Jahr eine Weinprinzessin vom Thuniberg. Sie ist, um genauer zu sagen, aus Freiburg-Opfingen. Und hiermit möchte ich euch die neue Weinprinzessin für den Bereich Kaiserstuhl und Thuniberg 2023-2024 vorstellen. Verena Hassler, komm gerne zu uns auf die Bühne. So, herzlich willkommen Verena Hassler, die neue Bereichsweinprinzessin für die Region Kaiserstuhl und Thuniberg. Wie geht's dir gerade in diesem Moment? Es pumpt. Es bummelt, ja. Pumpt. Ja. Also ja. Bis jetzt war eigentlich noch alles gut, aber jetzt so langsam kommt die Aufregung. Okay. Liebe Festbesucher, ich freue mich, den Bereich Thuniberg und Kaiserstuhl im kommenden Jahr repräsentieren zu dürfen. Man merkt ein bisschen, glaube ich, die Aufregung. Gerne. Außerdem freue ich mich, Einblicke sowohl in die Weingüter als auch in die Winzergenossenschaften zu erhalten, aber auch den Austausch zwischen den Winzern, den Kellermeistern und weiteren Gesprächspartnern. Genießen werde ich außerdem auch die Bereiche Kaiserstuhl und Thuniberg in ganz neuem Blick kennenzulernen, wie ich sie bisher kenne. Bedanken möchte ich mich erstmal auch bei dem Wahlgremium für das Vertrauen, entgegengebrachte Vertrauen, das Amt für mich durchführen zu dürfen. Außerdem möchte ich mich bei allen Unterstützenden bedanken, die heute hier sind, die mich auf die Wahl vorbereitet haben. Und ich möchte mich auch bei meiner Familie bedanken, die mich in allem unterstützt und immer hinter mir steht. Ja, und so ist jetzt der große Moment gekommen und wir dürfen einmal die Krone überreichen. Julia darf jetzt die Krone einmal aussetzen. Ich würde sagen, ganz großer Applaus. Erst die Krone und dann
Und dann darf die Katharina ihr noch die passende Kette dazu anlegen. Und sobald wir die Kette anhaben, hat ihr Jahr offiziell begonnen. Und wir hoffen, dass du dein Jahr zu deinem einzigartigen Jahr machst und den Wein noch weiter voranbringen wirst. Prima! Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch im Namen der Naturgarten Kaiserstuhl GmbH und deren 19 Gesellschaftergemeinden. Und liebe Verena, dein Amt bringt ja ganz, ganz viele Termine mit sich. Also sprich, du darfst jetzt unsere herrliche Region in, um und drüber hinaus repräsentieren und dabei diese beiden Weinbauangebiete Kaiserstuhl und Tugiberg repräsentieren. Und dass du da auch immer frisch und fröhlich und vor allem pünktlich, würde ich jetzt mal sagen, zu deinen Terminen kommst, braucht es natürlich einen fahrbaren Untersatz. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir es wieder geschafft haben, das Trio, das auch schon im Vorjahr, nicht das Trio, Entschuldigung, das Quattro, das im Vorjahr auch schon das Auto gesponsert hat, dass wir das uns wieder zusammengefunden haben und es möglich machen, dir auch wieder ein Auto zur Verfügung stellen zu können für diese ganzen Termine, die da im Vorfeld dann auch stehen. Liebe Verena Haslers, wo ist denn? Ah, hier. So viele Frauen. Du hast dich schon sehr gut eingruppiert hier in die Hoheiten. Wunderbar. Auch im Namen der Ortsvorsteherin aus Opfingen, Silvia Schumacher, ist mir eine Ehre, als Finanz- und Ordnungsbürgermeister der Stadt Freiburg dir recht herzlich zu gratulieren. Vielen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg für das Amtsjahr und danke, dass ich ein paar Grußworte sprechen durfte. Vielen Dank. Überhaupt kein Problem, Herr Breiter. Vielen, vielen herzlichen. Bleiben Sie doch da, Herr Breiter, bleiben Sie da. Wir möchten natürlich als Bereichsvorsitzende noch ein paar Worte verlieren. Und zwar, Herr Rhein, Sie haben ja, kann man sagen, wirkliches Herzblut an dieses Fest in der Organisation, dass es überhaupt wieder stattfindet, etc. Ich weiß, ohne Sie hätte es nicht funktioniert. Sie haben aber sich vergessen, Sie haben viele heute geehrt, aber wenn der Kopf nicht vorne dran gestanden wäre und sich so eingesetzt hätte, dann wäre das vielleicht so in dem Maße und vor allem in dieser alten Größe nicht zustande gekommen. Und dafür einfach von mir und von Clemens Google noch einmal recht herzlichen Dank dafür. Vielleicht nochmal einen großartigen Applaus für diese offizielle Eröffnung vom Weinfest Breisach 2023 nach 3 Jahren Jubel.